Wo ist mein Stern? Der deinen Namen trägt, ich weiß es nicht. Ich hatte den Stern, ich hatte eine 8. Wo ist mein Stern? Wieso habe ich den nicht bekommen? Was? Was? Warum? Hä? Gott, ist eine Wunder 8. Ja, warum? Dann ist wahrscheinlich irgendjemand in den Stern reingefahren und hat ihn bekommen. Das kann nämlich auch passieren. Oh Mann. Wenn du zum Beispiel 3 Pilze hast, dann können andere die auch benutzen, weil sie um dich rumfahren. Ey, gerade eben hatte ich einen Goldpilz und bin auf den Zug zugeprescht. Also der, bei dem du wahrscheinlich vor einer Sekunde auch noch warst. Und witzige Sache, ich bin auf den Zug zugeprescht mit dem Goldpilz. Und irgendjemand ist mit dem Stern durch den Zug gefahren, hat genau dieses Abteil hochgehoben und ich bin drunter durchgefahren. Genau dieses eine Abteil, genau in dem Moment. Ach, schön. Und jetzt haben mich gerade vom Ziel noch 2 Leute geholt. Also, wo ich einen Stern hatte. Und wer hat meinen Stern geklaut? Gerade eben hat jemand geschrieben. Chaos, du warst das. Mensch. Muss ich mich ja glatt mit dem blauen Panzer revanchieren. Na, wie wär's? Oh Mann, ich hab meinen Spaß. Oh, langsam kühlt's hier drin auch ab. Herrlich, ey. Oh Leute, wählt doch mal schneller aus, ey. Dodi scheint Dodo gar nicht gelesen zu haben, denn ich habe keine Antwort von ihm gesehen. Oh nein. Wie streng ist das denn? Ist das die Villager-Strecke? Nee. Wie ist das denn? Sieht aus wie eine zerlaufene 8. Lodi hat doch zugehört. Dodo gelesen. Dann findet nachher der Kampf von Dodo und Lodi gegen uns statt. Aber natürlich nicht im Stream. Ja, klar. Das wird ein bisschen. Dann wissen die ja sofort, was wir vorhaben. Das halte ich für ein Gerücht. Das ist doch total fair. Boah, voll gegen die Röhre, ey. Weil die Brennerpflanze hat mich noch getroffen. Da war ich schon voll weit weg. Bin voll auf einem grünen Panzer gelandet. Boah, ich wäre gerade in einem Auto mit Sachen bombardiert. Endrang und ich zünden gleichzeitig einen Sprengdeppen. Sehr schön. Doch, Mann. Dabei war ich jetzt ausnahmsweise mal vorne, ey. Ich wünschte, meine Item-Effekte würden nicht immer dann aufhören, wenn es wirklich ganz ungünstig ist. Aber meistens hören die Goldpilze genau dann auf, wenn ich gerade in der Kurve wieder einen Schub brauche. Jetzt habe ich noch nicht mal. Jetzt habe ich nicht mal herausgefunden, was für ein Item ich bekommen hätte. Der 12. hat einen Blitz geschmissen. Ich muss es wissen, ich bin 11. Blitze treffen nur diejenigen, die vor einem sind. Blitze sind Witze. Aber ich bin schon wieder 12. Wo kommt dieser Huren dauernd her? Trinkt voll auf. Boah, ich bin voll durch meinen eigenen Bombaum durchgebrettert. Ich bin immer noch. Boah, ihr seid Shit. 10 Kilometer von mir entfernt. Ich hab gar keine Chance nachzukommen. Gut, ich wurde jetzt aber auch innerhalb der letzten 3 Minuten durchgehend mit Blitzen und allen möglichen anderen Scheiß getroffen. Hier, weil der 12-Platzierte, also der CPU, war meinte: Hey, weißt du was? Hier hast du einen Blitz. Da hast du noch einen Blitz. Da hast du noch einen Blitz. Und da hast du noch einen. Elko, musst dir einfach nur einen Partner suchen und dann passt das. Rudiger Elko, der macht bestimmt mit. Nein, der hat keine Ahnung von Taktik. Da müssen wir wieder irgendwelche Low-Pokémon nehmen. Nee, wenn Rüdiger mitspielt, dann gewinnt er, weil wir ja keine Taktik gegen ihn haben, wenn wir nicht wissen, was er macht. Er tut einfach irgendwas. Er benutzt den heiße Erdemann, besiegt uns. Er macht immer nur Geofissur und das trifft jedes Mal 100% Übrigens, Chance. Ich hatte dann einen Livestream vom letzten Mal mit Shadow und Rüdiger nachgeguckt und hatte doch zum Spaß gesagt gehabt, ja, oder heiße Erdemann 95 joint uns.
Und irgendwann so ein paar Minuten später stand dann auch tatsächlich der heiße Erdemann 95 followed dir jetzt. Irgendeiner hat sich heiße Erdemann genannt und ist dir gefollowed. Ja, Endragon, Ur-Ass. Hey, das vorletzte Rennen. Ur-Ass. Oder als? Du kannst ja auch mit X und Y mitmachen, nur haben wir dann halt das Problem, dass wir keine Fähigkeiten oder Attacken einsetzen können, die es noch nicht in X und Y gab. Oder auch Items. Die Attacken gelernt haben. Solltest du X oder Y nicht haben, ja, dann kannst du allgemein nicht mitmachen. Am liebsten wäre uns halt Omega Rubin Alpha Saphir, weil das am aktuellsten ist. Und unsere Teams auch auf dieses Spiel ausgelegt sind. Beziehungsweise meine sind größtenteils noch XY. Aber ein paar Orasse habe ich schon. Ups. Boah, ist langsam mal gut mit euren Kugelschwullis. Ich hätte die R-Taste nicht loslassen dürfen. Ich hatte es in der Kurve direkt vor der Rampe voll weggehauen. Bin wieder um 5 Plätze zurückgesegelt. Roddy, du solltest mit N-Smash, mit Dodo zusammen überlegen, was für ein Pokémon ihr euch am besten auswählt. Denn wir werden auch wahrscheinlich gut 10 bis 15 Minuten überlegen, was wir machen. Den IRC-Link schicke ich euch nachher mit TS. Boah, ich wäre mit meinen Sternen fast auf N-Smash drauf gelandet. Was ist heute mit den Finishes los? Die sind alle so spannend. Naja, ich habe mich jetzt um den 8. geprügelt. Ich habe den 5. gekriegt. Miau. Senpai sagt miau. So, ich bin mal gespannt. Das war nicht fair. Ich habe kontinuierlich eine Strecke heute genommen. Und die kam... Meine. Ein einziges Mal dran! Aber ist also das so? Nicht deine eigene, aber sie kam dran. Diese kam nicht dran. Die ich ganze Zeit ausgewählt habe. Ja. Weil das war nämlich hier diese komische... Polareis-Dingens. Wollte kühle Gedanken machen, aber da hat nie einer mitgespielt. Nie kam einer auf die Idee, mal die Strecke zu wählen. Ihr seid eine scheiß Community, ehrlich mal. Ja genau, schämt euch. Ja. Setzt euch eine Papiermütze auf und geht in die Ecke. Am besten schreibt ihr noch Esel drauf. Genau. Wassereimer. Und nicht austrinken, ist verboten. Boah, ich frag dich, wie lange bräuchte man wohl so einen Eimer Wasser auszutrinken? Vor allem 2 Stück. Und vor allem, was man dann für einen Druck auf der Blase haben muss. Das ist übel. Boah, ich wollte eigentlich, dass N-Smash in mich reinfährt, deshalb habe ich einfach mal mit dem Stern gebremst. Aber er hat's geschaut und Nino hat mich hier voll umfahren, ey. Ups.
Boah, wo kam der? Boah, Chaos Sonic, ey. Hat mich hier mit dem grünen Panzer aus der Luft weggesniped. Oh mein Gott, das kann doch richtig viel werden. Komm schon, gib Stoff! Gib Stoff! Hol ihn ein! Ja! Dritter! Woo! Welchen Unglücksrahmen habe ich da noch überholt? Oh, Dodo! Oh. Und das war die letzte Runde. Das war jetzt die letzte Runde, Viertel. Tschüss! Da ist auch drüber nichts mehr. Hä? Wie? Schön. Du musst es nicht verstehen. Es reicht, wenn ich es verstehe. Also ich bin vor dir gelandet. Ich hab gesagt, das war die letzte Runde für heute. Tschüss, und das ganz, ganz schnell gesagt. Und plötzlich hast du nichts mehr gesagt. Ach so, weil es 10 ist, oder? Ja. Ach so. Naja. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich schicke jetzt gleich den IRC-Link rein, dann können Dodo und Rhodey da reinkommen, dann haben sie auch einen Privatchat. Währenddessen kümmern wir uns dann halt um Strategien, was wir machen und so weiter und ja. Lang wird das wahrscheinlich nicht dauern, bis der Kampf getan ist. Also, ich weiß nicht. Der Fehler, ich bin 100%. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Streamelinge. Da wir wahrscheinlich nicht eine halbe Stunde fressen werden, wie wär's, 10:30 bei mir im Twitch? Mit Pokémon Kristall Randomizer? Was sagt ihr? Momentan noch nicht viel, weil ich nur warten muss, dass ich es hören können. Mhm. Boah, dann mache ich das mit halt mit SRGV. Endwagon meint, er wird kommen. Rhodey meint, 10:30 klingt Tennis. Na dann. Dann packe ich euch nochmal kurz. Mach Stream, ich muss mich abreagieren. Das ist gut, dann könnt ihr bei mir noch ein bisschen chillen. So bis um, sagen wir mal, 12, je nachdem, 12, 10:30 rum. Dann passt das ja. Mhm. Hey, gut, dann. Bis